Ich zeige dir heute diesen wunderschönen Sternchenstich, der wieder mal sehr viel komplizierter aussieht, als er zu stricken ist. Du benötigst eine Maschenzahl teilbar durch 4 plus 1 und zwei Randmaschen. Ich habe so 23 Maschen angeschlagen. Die erste Rückreihe nach dem Anschlag strickst du alle Maschen links und die erste Musterreihe sind lauter rechte Maschen. Also die erste Reihe, alle Maschen rechts. Nun die zweite Musterreihe, es gibt nur 4 Musterreihen, eine Randmasche, eine Masche links, drei Maschen links zusammenstricken, kannst du da ein bisschen aufdehnen, also drei Maschen links zusammenstricken, noch auf der Nadel lassen, einen Umschlag und noch einmal links zusammenstricken, also die gleichen Maschen. Eine Masche links, drei Maschen links zusammenstricken, einen Umschlag und die drei Maschen noch einmal links zusammenstricken. Immer abwechselnd eine Masche links und wieder den Sternchenstich. Also drei links zusammenstricken, ein Umschlag und noch einmal links zusammenstricken. Und so weiter bis zum Ende der Runde. Dritte Reihe, ganz easy, wieder Vorderseite, alle Maschen rechts. Achte darauf, dass du wirklich alle Maschen strickst. Die rutschen da ein bisschen zusammen, die zusammengestrickten Maschen. Also dritte Reihe, alle Maschen rechts. Und nun noch die vierte Reihe. So, da siehst du schon, wie sich die Sternchen bilden, ganz hübsch. Vierte Reihe, nun werden die Sternchen einfach nur versetzt und das war's dann schon. Eine Randmasche, drei Maschen links und nun wieder den Sternchenstich. Drei Maschen links zusammenstricken und die Lucy muss durchs Bild. Ein Umschlag und noch einmal links zusammenstricken, die drei Maschen. Wieder eine Masche links und wieder drei Maschen links zusammenstricken, ein Umschlag und noch einmal zusammenstricken und das immer wiederholen. Das heißt, die Runde, die Reihe 1 bis 4 werden laufend wiederholt. Auf der Vorderseite immer nur rechte Maschen. Und auf der Rückseite die Sternchenstiche. Also ganz einfach und sieht sehr effektvoll aus. Und du kannst auch experimentieren, indem du eine oder zwei Reihen in einer anderen Farbe strickst. Viel Freude mit diesem wunderschönen Stich.